stolz für Zhanna Nemtsova, die dieses Forum initiiert hat, das auf so hochwertigem Niveau über die wichtigsten Prozesse der Transformation der letzten 25 Jahre in Russland diskutiert wird, in der Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik. Ich fand ihre Entscheidung großartig, auch das Podium vor allem zivilgesellschaftlich aktiven Menschen und Experten, Volkswirten und Schriftstellern zu geben, bevor das Ganze in Parteipolitik sich verliert, weil es ihr und auch ihrem Vater vor allem um liberale Prinzipien ging, um Freiheit als Grundelement der Politik, was zur Voraussetzung hat, dass es einen Rechtsstaat gibt, dass es eine Wirtschaftsordnung gibt, die klare Grenzen aufzeigt, aber marktwirtschaftlich organisiert ist, dass es um Schutz der Bürgerrechte, Menschenrechte geht und dass eben der Mensch im Mittelpunkt stehen muss und keine Utopien und keine autoritären Strukturen, die den Menschen klein machen. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang ist dieses Forum unglaublich gelungen. Ich bin stolz darauf, dass die Friedrich-Naumann-Stiftung dieses Forum zusammen mit der Boris-Nemtsov-Stiftung unterstützt. Und ich hoffe, dass es zu einem Format wird, was über die nächsten Jahre und Jahrzehnte dauerhaft zur Verbesserung des Dialogs zwischen Russland und Europa, Russland, der Europäischen Union, Russland und Deutschland beitragen kann. Denn um wirklich einen guten Dialog zu führen, muss man einander verstehen. Und ich glaube, dieses Forum trägt massiv dazu bei, dass wir die Prozesse, die in Russland vor sich gehen, besser verstehen. Heute und was in den letzten 25 Jahren passiert. Und ich glaube, nur so können wir eine Perspektive für die Zukunft haben. Und darauf freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit mit unseren Partnern für eine offene Diskussion um die Zukunft, für einen besseren Dialog zwischen Russland und Deutschland und der Europäischen Union.